Zwischen Jörg, 48, und Patricia, 40, funkte es bei Bauer sucht Frau sofort. Die beiden planten bereits ihre gemeinsame Zukunft, bis die Blondine dem Landwirt eine vorläufige Abfuhr erteilte. Doch neueste Bilder sprechen eine andere Sprache. Bauer sucht Frau. Überraschung um Jörg und Patricia? Es war kaum zu übersehen. In der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau funkte es zwischen Bauer Jörg und Liebesanwärterin Patricia sofort. Der 48-Jährige erklärte gleich zu Beginn, dass er weiche Knie bekäme, wenn er der Blondine in die Augen blicken würde. Während der Hofwoche legten die beiden noch einmal eine Schippe drauf und schmiedeten nur kurz nach ihrem Kennenlernen Zukunftspläne. Auch Patricias Sohn lernte Jörg sogar noch während der Dreharbeiten kennen. Schnell sprach das Bauer sucht Frau-Paar auch vom Zusammenziehen, doch kurz vor dem großen Finale der beliebten RTL-Show machte Patricia überraschend einen Rückzieher und erteilte Jörg eine bittere Abfuhr. Wir hatten ja gesagt, dass wir zusammen wohnen würden, aber ich muss eigentlich 4 Jahre auf meiner Position bleiben, wo ich bin im öffentlichen Dienst. Klar, ich darf kündigen, aber wenn das nicht funktioniert mit uns, dann würde ich nie wieder, Fuß fassen können bei der Stadt Duisburg. Wenn ich diese 4 Jahre aber eingehalten habe, dann steht die Türe für mich jederzeit offen und ich kann jederzeit zurückkommen. Ein herber Schlag für den Landwirt, denn das bedeutete im Umkehrschluss schließlich auch, dass er und Patricia frühestens in 4 Jahren zusammenziehen könnten. Ich war dann halt schon enttäuscht, weil ich dachte, sie könnt früher zu mir kommen, aber ich sehe das halt auch ein, zeigte sich Jörg im Einzelinterview geknickt. Kommt bei Patricia und Jörg nun doch alles anders? Doch nun, einige Wochen nach den Dreharbeiten von Bauer sucht Frau, könnte Patricia ihre Meinung doch schon wieder geändert haben. Dafür würde zumindest das neueste Foto sprechen, welches das Paar nun mit seinen Followern teilte. Darauf strahlen Jörg und Patricia gemeinsam in die Kamera, die Caption verrät außerdem, dass sie in einem Möbelhaus shoppen waren. Wir waren noch bei Roller, erste gemeinsame Möbel shoppen, hinzufügten sie unter anderem den Hashtag Wohnungseinrichtung. Zieht das Bauer sucht Frau-Paar also nun doch schneller zusammen, als bisher angenommen? Bislang unklar. Fakt ist aber, dass das TV-Paar ganz offensichtlich nach wie vor sehr happy miteinander ist, und das ist schließlich die Hauptsache.